Ich denke mal, ich muss das jetzt hier... Oh Gott, irgendwie runterwerfen. Ja, das klappt ja gut. Vielleicht nehme ich mal den Fußball. Weil der ja ein bisschen schwerer ist, aber... Kann ich den nicht noch höher werfen? Moment. Moment, ich stelle mich hier hin. Mit der rechten Maustaste. Okay, ich stelle mich jetzt mal ganz an den Rand. Wie soll ich das machen? Okay, ich stelle mich mal hier so hin. Aber ich komme ja gar nicht höher mit der Maus. Also ich kann ja gar nicht... Ich kann ja gar nicht nach oben zielen. Eine simple Aufgabe wird zu einem großen Problem bei mir, wie immer. Hä? Muss ich jetzt einen Ball finden? Mit dem das hier gut funktioniert, komm, ich nehme mal den Baseball. Der ist gut zum Werfen. Ja, aber ja nicht so. Ich bin ja auch aus dem ganz falschen... Pass mal auf. Ah, hinstellen wäre vielleicht auch mal schlau. Das hat aber schon fast funktioniert. Oh oh, oh oh. Nein, 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 nein. Nein. Kommt es da? Ja, da kommt's. Geh weg von mir. Das kommt hier aber nicht durch, ne? Das wäre jetzt nicht so cool. Achso, den habe ich jetzt im Inventar, klar. Okay. Sehr merkwürdige Tür. Oh Mann, da müssen wir einen Stern finden. Ich sehe schon, die Anna hier, die stört ein bisschen, wenn man die so die ganze Zeit auf dem Schoß hat. Ich habe zum Glück keine Angst. Ah, ich höre die Mutter wieder summen. Da hinten ist der Stern. Und was blinkt da hinten? Was blinkt denn da? Und vor allem ist das Monster hier irgendwo, ne? Das ist schon klar. Das ist euch schon klar. Hier drunter? Nein. Puh, Moment. Also. Einmal das Licht anmachen. Müssen wir hier weiter? Hä? Hier kann ich den Teddy... Achso, ich kann den Teddy nicht nutzen, weil ich krabbel. Okay, Moment. Da klettern wir hoch. Und dann ziehen wir die noch ein kleines Stückchen. Ja, das hat ja super funktioniert. Die noch weiter, oder geht es nicht? Na, komm. Kevin. Kevin, ich drücke klettern. Warum kletterst du nicht? Nee, Kevin möchte irgendwie nicht mehr. Die mal wieder... Nein, die wieder... Die wieder rein. Und hier hoch. Dann machen wir das einfach... So, ein Stück... Jetzt kommen wir nämlich ganz nach oben. Okay, da kommen wir nicht durch. Können wir hier rüber? Also, Moment. Da hinten, wie kommen wir da hin? Ich gehe davon aus, dass wir einmal komplett da rum müssen. Und da das hier nicht funktioniert, geht es höchstwahrscheinlich hier unten durch. Ja, das Problem ist gerade, ich sehe nur schwarz. Nur. Also... Nur. Okay. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so schön. Ich gehe mal dahin. Oder komme ich hier weiter? Hä?
Ich muss hundertprozentig da hinten durch. Blöder Ball, geh mal aus dem Weg. Geh. Nicht runterfallen, sonst kommt das Vieh wieder. So, kann ich denn... Kann ich da durch? Nee, das sieht so aus, als könnte ich da auch gar nicht durch, ne? Hier am Fahrrad vorbei. Dann ist hier was. Und dann ist da das Bücherregal. Ah, hier kann ich auch den Teddy wieder nehmen. Okay, das hat es jetzt nicht wirklich gebracht. Wie komme ich denn da rüber? Na, komm. Hallo, geh doch. Warum habe ich heute so Probleme mit der Steuerung? Ist irgendwie merkwürdig. So, ich weiß jetzt nicht, wie ich da hinkommen soll. Hier, wo auch das Monster durchgekommen ist. Ah, schaut mal. Ich hoffe nur... Oh. Okay. Okay, ganz vorsichtig nach oben. Schön machen. Ach, die Schublade meinst du? Na komm, zieh das doch mal. Zieh das doch mal ein bisschen nach links. Ich glaube, das heißt wirklich dieses Schwarze, dass hier das Monster durchgegangen ist. Na komm, dann zieh es noch mal ein bisschen nach hinten. Und dann schieben wir es vorsichtig da hin. Es will heute nicht. Bin heute nicht so... In Form, glaube ich. Kannst du da bitte... Kannst du da bitte reinklettern? Nö, kann er nicht. Muss die Schublade da durchgehen? Jetzt komme ich hier nicht durch. Was ist denn heute los? Das ärgert mich ja gerade selber total. Schau mal, ich kann das überhaupt nicht mehr ziehen. Na... Springt der da oder was? Ich kapiere überhaupt nicht, was gerade los ist und wo ich hin muss. Könntest du bitte mal den Teddy nehmen? Dankeschön. Ah, muss ich... Der jumpt da wie wild rum. Und ich bin tot. Doch, ich bin tot. Ey, was ist denn los heute? Sagt mal. Das gibt's doch nicht. Sterbe ich nicht, weil das Monster kommt? Das sterbe ich, weil ich es einfach heute nicht hinkriege. Okay, ich muss ab. Wo ist es denn jetzt? Mal hier hin. Wir warten erstmal. Kann ich da jetzt nicht runter, weil die Schubladen ausgezogen sind? Das ist ja nicht so nett. Okay, wieder alles ruhig. So viel zum Thema alles ruhig. Ja, geh weg bitte. Geh bitte, bitte weg. So. Wo? Wo, 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 wo? Heute echt nicht. Irgendwie, das ärgert mich voll. Konnte ich vorhin auch nicht hier drunter? Nee. Ja, was soll ich machen? Ich muss da weiter. Was soll ich machen? Das ist ja jetzt mal mega ätzend. Wo ist denn das Vieh? Steht das da? Ich erkenne es auch gerade leider nicht. In dieser tollen Sicht. So, nehmen wir mal den Teddy. Ich sehe das Vieh nicht. Wisst ihr was?
musste ich denn jetzt nochmal lang hier durch, ne? Boah, das wird mich gleich wahrscheinlich so sehr erschrecken. Puh. Okay, ich hab's geschafft. Ich bin wieder hier. In meinem Revier. War nie wirklich weg. Ich hab mich nur versteckt. Und das stimmt sogar. Muss ich vielleicht? Ja, genau. Dieses... Ja. Irgendwie da drauf? Hä? Jetzt? Jetzt geht die Schublade wieder bis hier. Und er jumpt und jumpt und... Ich weiß überhaupt nicht, wohin. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ich die Kiste vielleicht irgendwie da draufstellen muss, aber er kann die ja... Er hebt die ja nicht wirklich an. Na komm. Das gefällt mir nicht. Ja, jetzt sah das gerade so aus, als würde er sie anheben, aber... Ja, komm. Kletter mal drauf, bitte. Achso, draufklettern kann er nicht, will er nicht. Muss ich zurück? Muss ich da rein? Ich... Nicht wieder zu weit hüpfen, nicht wieder zu weit hüpfen, bitte. Der Teddy hat gesagt, sie klemmt. Ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder muss ich vielleicht die Kiste, ja, das geht ja jetzt nicht, die Kiste hier wieder hinschieben? Oh, das kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt hier so Probleme habe. Das ist wahrscheinlich super einfach. Aber ich sehe es auch nicht und ich komme auch nicht hier rüber. Doch, komme ich. Aber ich kann die Schubladen nicht aufziehen, weil ich selbst im Weg stehe. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich zurück muss, weil da hinten irgendwo ist der Stern, den ich brauche. Es geht nicht. Moment. Was ist, wenn ich krieche? Dann kann ich erst recht nichts heben. Was ist, wenn ich kriechend hier drauf gehe? Dann springt er sofort. Es gibt aber auch da oben nichts, wo ich hinspringen könnte. Also. Lass uns mal logisch überlegen. Durchklettern, durchkrabbeln kann er da nicht. Das ist definitiv zu schmal, würde ich jetzt sagen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Schublade da rein muss. Okay? Wisst ihr, wie ich meine? Die Frage ist, wie machen wir das? Es kann natürlich sein, ja, es ist super, dass ich nichts, ich sehe gar nichts. Sonst hätte ich gesagt, ich versuche mal zur anderen Seite zu kommen. Ich mach das jetzt einfach mal. Okay. Jetzt bin ich hier, kann aber auch rechts und links nicht wirklich erkennen, was ich da machen kann, ob ich da hin kann. Wisst ihr, wie ich meine? Boah, Kevin, nein, 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 bleib bloß da drauf. Wow, das macht mich ganz... irre, dass man da die Wände so glitschen sieht. Muss ich... Okay, okay, Moment, Moment. Ich kann ja auch im Sprung nicht... Ach, komm schon, jetzt... Nicht so ein Mist. Ich bin doch immer jemand, der schnell... Ich kann ja nicht draufklettern, Mist. Ich bin ja immer jemand, der leider schnell dann frustriert ist, wenn ich absolut nicht weiß, wie es funktioniert. Warum springe ich überhaupt auf einer Schublade? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Warum? Ich kann die... Moment. So. Ja, ich kann die Millimeter rausziehen, was mir aber nichts bringt zum Draufspringen. Ich falle gleich selbst hier runter.
Und irgendwas muss es ja mit der Kiste auf sich haben. Also die Schublade war, als wir anfingen, noch nicht ganz rausgezogen. Und die Kiste stand da vor diesem kleinen Schacht. Um jetzt nochmal auf die Ausgangsposition zurückzukommen. Das Erste, was ich nach der Aufnahme mache, bei anderen gucken, wie die das gemacht haben. Also sofern ich das jetzt hier schaffe. Wenn nicht, dann gucke ich nicht nach. Dann probiere ich das beim nächsten Mal. Aber es erschließt sich mir auch nicht. Nee, unter mir ist nichts. Ich muss da hinten nicht hin. Das ist totaler Quatsch. Ich fand das Spiel die ganze Zeit eigentlich recht einfach. Man wusste immer, wo man hin muss. Vielleicht weiß man es jetzt auch. Bleib mal da stehen, Kevin. Nur ich sehe es einfach nicht. Da geht's nicht runter. Da geht's nicht weiter. Moment. Moment, meine Idee ist überhaupt nicht so blöde. Ich muss jetzt gerade mal die Anna hier wegpacken. Meine Idee ist gar nicht so blöde, dass die Schublade hier durch muss. Denn wenn die Schublade hier durchfährt, dann können wir von der anderen Seite, also da, wo der Stern ist, auf die Schublade und dann zum Stern. Okay? Kapiert ihr? Ja, ne? Das habt ihr wahrscheinlich schon längst gerafft. Hier nämlich. Dann geht die Schublade da entlang. Backt jetzt hier die Schublade? Ja, okay. Jetzt backt hier die Schublade. Ich kann die Kiste nicht wirklich anheben. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich bin am Verzweifeln, Leute. Das kann nicht schwer sein. Backt irgendwas bei mir oder... Ich kam gerade auf eine Idee. Was ist, wenn die Schublade schon längst irgendwie hier durchgekommen ist? Meine Güte. Ich sag da nicht zu. Ich sag da echt gar nicht zu. Heimliche Hustenpause. So, und die Kiste stand die ganze Zeit davor. Das bringt mir trotzdem nichts. Und die Kiste stand die ganze Zeit davor. Wir mussten sie einfach nur wegziehen, damit die Schublade nämlich hier durchkommen kann. Das ist total super. Und jetzt ist die Schublade ein Stück weiter. Aber nicht so weit, wie wir es brauchen. Habe ich hier so eine Art Kurbel? Kann ich da drauf? Nee. Die Schublade des Grauens, wirklich. Ich raff das nicht. Ich raff das nicht. Muss man auch mal ehrlich zugeben können. Ich check das nicht. Ja. Ich höre gleich auf zu spielen, wirklich. Ich habe mich so auf die Aufnahme gefreut. Ich hatte voll Bock und... Was? Habe ich irgendwas im Inventar? Nein, ich kann das Inventar nicht mehr öffnen, wenn nichts drin ist. Na komm, hoch, hoch. Mann, oh. So, nee, ich möchte ja stehen. Es tut mir leid, Leute. Ich glaube, ich höre jetzt auf zu spielen. Ich will euch hier nicht noch länger quälen. Ja, er klettert auch gar nicht mehr hoch, ne? Mach die zu! Mach die zu! So. Ein letztes Mal nehme ich meinen Teddy. Schaut mal bitte, die Schublade bewegt sich ganz langsam. Achtet mal.
Die Schublade bewegt sich. Wie lange soll ich jetzt darauf warten, dass sie hier komplett rauskommt? So, letzte Sache. Ich gehe zurück. Ich gehe noch einmal zurück. Ich schaue noch einmal, ob ich hinten bei der Schublade irgendetwas machen kann. Und das war's dann. Wenn es klappt, schön, dann mache ich gerne weiter, aber... Seht mal, das ist ja auch total... Die ist jetzt... Moment. Nee, und die kommt ja da auch nur raus. Da ist ja gar nicht der Anfang. Der Anfang war ja in dem einen Raum, glaube ich, wo wir diese Kurbel betätigt haben. Damit die Schublade rausfährt. So. Und die fährt hier durch die ganzen Räume und sollte wahrscheinlich da hinten vernünftig ankommen, was aber einfach nicht der Fall ist. Und jetzt springt er auch gar nicht mehr so sehr darauf. Er wackelt nur so hin und her. Ach, Kevin, wir haben es schon schwer, ne? Wir kommen hier einfach nicht weiter. Stern. Da. Heißt für mich, ich muss da hinten hin, um den Stern zu kriegen. Da in der Ecke war ich schon, da kam ich nicht weiter. Na komm. Nee. Toll. Leute, ich mache hier einen Cut. Ich probiere das jetzt aus. Und wenn ich es gar nicht rausfinden soll... Oh Gott, kommt's da? Wenn ich es gar nicht rausfinden sollte, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als in eine Lösung oder so zu gucken. Aber ich... Ja, ich weiß es gerade wirklich nicht. Doof. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und sorry. So, Leute, willkommen zurück hier bei Among the Sleep. Ich werde die Folge vermutlich ein wenig länger machen, denn ich habe mal nachgeschaut. Das hat fast 20 Minuten gedauert, herauszufinden, dass es sich tatsächlich um einen Bug handelte. Ich habe das Spiel jetzt gerade einfach nochmal gestartet, wollte es nochmal probieren, habe die Kiste weggezogen und siehe da, die Schublade geht hier komplett durch. Und ich denke, jetzt sollten wir es schaffen. Ich nehme mal den Teddy. Ja, es ist ein bisschen blöd gewesen, weil ich echt dachte, das liegt an mir und ich weiß jetzt nicht, wie es funktioniert, aber es war ja dann doch eher ein Bug. Denn die Schublade war ja gar nicht da und ich stand ja drauf und habe versucht weiterzugehen und da ist der kleine Kevin dann ja runtergefallen. Warum rauscht es hier so? Aber gut, jetzt habe ich auch wieder total Bock auf das Spiel. Jetzt habe ich diese Stelle hier geschafft und bin wieder... Na, frohen Mutes will ich nicht sagen, aber bin wieder voll dabei. Oh nein, da müssen wir bestimmt durch, ne? Da werde ich vermutlich runter... Wow! Schaut mal, Leute, wenn man jetzt den Kopf so blöd dreht, das ist hier alles ganz... Was? Was ist denn jetzt los gewesen? Diese Perspektive, das macht mich total irre. Krass, guck mal. Das sieht aus. Seht ihr das? Ich laufe eigentlich an der Wand. Wow, das ist creepy. So, geht es da weiter? Dann möchte ich doch nochmal hier vorne rein. Es ist dunkel. Zeichnung. Ist es ein kotzender Mensch? Ich würde sagen, er kotzt. Oder er hat ein Blatt im Mund, aber warum sollte er ein Blatt im Mund haben? Oh Gott, jetzt kommen wir hier wieder raus. Nee, ich gehe mal lieber wieder den Gang komplett zurück und gehe da vorne weiter. Und ich habe auch gerade echt mega Bock, das ganze Spiel jetzt hier in dieser Aufnahmesession durchzuspielen. Habe ich gerade irgendwie Lust zu? Was? Küche? Küche?
ist nur das Kühlschranklicht, ne? Da oben ist der Stern. Ich weiß immer noch nicht, was es sein soll, aber ich habe so die Befürchtung, dass das in irgendeiner Art und Weise dieses Monster ja ankündigt oder zumindest den Weg zeigt, wo das Monster langgegangen ist. So, können wir da hoch? Ja, voll einfach mal in die Besteckschublade mit den nackten Füßchen. Er hat doch... Nee, er hat gar keine nackten Füßchen. Yay, Äpfel. Ist das wahrscheinlich? So? Doofe Idee, doofe Idee, doofe Idee. Doofe Idee, doofe Idee. Ich traue mich gar nicht raus. So. Nimm den Stern. Und jetzt krabbeln wir ganz schnell zurück. Eine Leiter? Das bringt uns aber nichts, ne? Nee, komm, wir müssen ja zurück. Na, geh durch. Kommen wir jetzt hier nicht weiter? Wo muss ich denn lang? Ich dachte, ich muss jetzt... Okay, die Schublade ist weg. Dann muss ich ja wahrscheinlich irgendwie da hinten rauskommen. Dann geht es doch bestimmt... Schaut mal. Kind unterm Tisch und Monster da drüber. Boah, ist das dunkel. Ich brauche den Teddy. Oh, Mensch. Erstmal die Eimer hier zur Seite räumen. Nochmal eben schauen. Kommen wir da denn weiter? Das sieht doch aus wie eine kleine Stufe oder so. Geht das nicht? Wow. Wow. Das vibrierte gerade so. Komm. Ach so, Mist. Jetzt aber. Oh, so unterm Tisch ist schon... Oh, ich hänge hier gerade ein bisschen fest. Die Eimer weg. Ich hänge hier gerade fest, Leute. Kriechen. Oh ja, Gott sei Dank, das geht. Ich habe das Gefühl, es ist an manchen Stellen wirklich ein bisschen buggy, ne? Also ich meine, das mit der Schublade, das war ja echt nicht mein Verschulden. Warum kann er nicht diese kleine Stufe hier hochklettern? Das verstehe ich nicht. Ich gehe jetzt nochmal hier hin. So. Ah, rüberklettern, natürlich. Okay. Eine Spielkarte. Ich habe da ein Ass im Ärmel. Aktenordner. Okay, und die nächste Tür. Oh Mann, da ist auf jeden Fall eine Zeichnung an der Wand. Da ist auch noch eine Zeichnung. Eingesperrt? Irgendjemand eingesperrt? Ja, sind hier einfach mal die Stühle so in der Luft? Hier kann ich nicht weiter. Warum ist das so buggy? Ich kann mich... Oh, oh. Ich kann mich nicht wirklich bewegen. Da ist nichts drin. Okay, ich hänge hier immer fest. Das ist ja gemein. So, und jetzt muss ich wohl in den Gang hier.
Das sind aber dann die Eltern, ne? Vater, Mutter. Und Mutter und Vater. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das... Obwohl... Wer weiß. Hä? Was ist das denn jetzt? Na. Geh auf. Okay, da runter. Das Monster. Eventuell halt die Mutter. Und der Vater. Irgendwo eingesperrt. Ja, komm. Hallo, duckst du dich bitte? Ja, geh doch da hoch, bitte. Kevin, gehst du? Ich komme hier nicht weg, ich hänge wieder. Holy moly. Holy moly. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo ich bin und ob ich überhaupt in der Nähe von diesem Sternsymbol bin. Oh, schaut mal, da hinten bewegt sich was. Ja, und wenn ich jetzt hier durchgehe... Ich mach doch gar nichts, ich hab die Dinger nicht mehr berührt. Und das sind immer Flaschen, ne? Ich glaube schon in der... Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich war gerade so in meinem Sprechen drin. Ich war in meinem Sprechen drin. Das ist auch geil. Nee, ich war gerade so drin, hier zu erzählen, dass es immer Flaschen sind. Wow. Und ich wusste nicht, dass das Monster einen auch so von hinten packen kann. Das haben wir bislang noch nicht erlebt. Und jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich Angst.